Übrigens wegen diesem Intro vor dem Video. Das wird bei mir Shang-Chi nicht kommen, weil ich denke mal nicht, dass ich irgendwelche spannenden Momente hier finden werde. Und ich denke mal, deswegen wird das hier nicht so interessant sein. Das ist eher bei Together-Projekten interessanter oder... Ja, eigentlich schon. So, komm, los. Du bist der Letzte. Du bist das Letzte. So. Wir haben es fertig und ich werde den Toto, habe ich noch ein Schild. Können wir uns mal ganz kurz eins basteln. Oder wir nehmen einfach... Boah, der sollte ja wissen, dass dann hier in den Sandfarben steht. Mülleimer-Modus an. Zack, 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 zack. Und wieder aus. Und ganz kurz mal ein Schild craften. So. Ich wollte eigentlich gerade das Schild abbauen. Wasser ist teils weg. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyblock. Und ich habe das diesmal so gemacht, dass ich auf einem Ohr, müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, bevor ich sage, dass der Fabio wieder mal im Hintergrund ist, den Mindless LP, den kennen viele, der sich immer selber als Nigger bezeichnet und... Nee, ich bezeichne, du, also wenn ich jetzt gleich bei dir vorbeikomme, oh, da werde ich zum... Und vielleicht, ich habe eine ganze Menge an Szenen am Anfang. Erstmal erzähle ich jetzt, das Texture Pack hier ist eine Mischung aus Janina Craft, Misa und Honey Boy. Und das habe ich von Franix so teilweise übernommen und habe der Mindless LP hat da noch ein paar Editionen für mich angenommen, die jetzt ein bisschen anders aussehen. Also falls ihr das standardgemäß runterladen wollt, das ist also eine Mischung aus Janina Craft, Honey Boy und Misa. Und eigentlich ist es ein... Nee, Misa ist nicht mehr mit. Doch, Misa ist auch noch mit drin, die Scheiben zum Beispiel. Ja, okay, ja. Okay, und die Leitern und Co. Und wenn ihr halt das so haben wollt, wie das der Franik hat, dann müsst ihr das, in den zweiten Link in der Beschreibung anklicken. Ich werde das alles verlinken. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, und das dritte, was ich sagen wollte, und ich muss mal langsamer reden, das dritte, ich höre schon wieder eine Spinne. Ich höre jetzt gerade auf einem rechten Ohr meine eigene Musik, also so etwas härteres Zeug und das jetzt auch nicht so wirklich GEMA-frei wäre. Und auf dem linken Ohr höre ich halt die ganz normale Let's Play Sachen alles, wie Fabio, Ingame Sound und ja, diese Musik, die ihr mit da unten dudeln hört. Und ich glaube mal nicht, dass Hardstyle hier so gut reinpassen würde, beziehungsweise, dass dann nicht die GEMA kommt und mir das dann wegsperrt. Es gibt aber ein Anti-GEMA-Spray. Spray, dann sprühst du ein und dann ist die GEMA weg. Und ich finde auch, dass die Texturen sehen in dem Pack allgemein irgendwie schärfer aus als wie zum Beispiel in Janina Craft, wenn ich das hochgeladen habe. Die Texturen sahen einfach schärfer aus als in Minecraft. Ich weiß nicht wieso. Also ich habe da nichts am Codec umgeändert oder so. Und ich denke mal, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Gute Nacht. Ich hoffe, man hört die Musik wirklich nicht. Ich habe jetzt gerade die Kopfhörer schon mal mit beide Fabio voll ans Mikrofon gehalten. Und mal gucken, wie das klingt. Aber man hört nichts. Also ich kann das jetzt immer so machen. Also ich höre dann entspannt meine Musik, kann ein bisschen dazu labern. Kann sein, dass ich ab und zu mal abgehe. Lecker. Was ist das denn hier? Hä? Weiß ich doch nicht. Wo kommst du denn her, du kopfloser, komischer Zombie? Hallo? Was ist da los, kopflos? Nee, weil hier ist irgendwie kein grünes Gras, sondern irgendwie so, so ein dunkles graugrün Gras. Ich habe keine Ahnung, das ist so Misa-technisch scheinbar. Das ist von, ja. Ich habe schon ewig keine mehr mit Misa gespielt. Ach du Scheiße, hier geht deine Party ab. Hab ich einen Bogen? Nee. Ach du Scheiße, wie gespindelt. Oh! Die wollen mich alle ausmerzen. Jetzt komme ich dir vor auf die Fresse. Pass auf, jetzt komme ich um die Ecke. Erstmal ablenken. Oh, da. So, geh verbrennen. Komm. Go. Boah, das Texture Pack sieht geil aus. Geil. Okay. Und auch die Türen, die hier sind. Das eigentlich die offiziellen. Gibt es die schon offiziell? Oder? Das sind noch nicht die offiziellen Türen von Minecraft. Aber das sind die Türen, aber von Hannibal. Aber die gibt es noch nicht so offiziell. Die hat jemand nachgezeichnet, ne? Das sind die offiziellen Türen. Und wer hat die gemacht? Nein! Ja, boah! Du scheiß Creeper, guck durch dein Guckloch jetzt hier. In deiner. Ich dachte schon, der explodiert jetzt. Da sieht man einen Creeper von vorne. Scheiße! Boah! Nein! Boah, war das knapp! Hallo?
Hallo Spinne! Hallo Creeper! Nein, da kommt der durchgekrabbelt, die Scheiße! Kann ich den hier so schlagen? Kann er davor explodieren? Ja, scheinbar schon. Also das mit der Monsterfarm funktioniert noch nicht so ganz. Ach, komm mal her, mein Freund. Kuckuck, hallo, komm mal her, hallo, ja, hallo. Hallo, Günther. Ich komm mal nicht ran, willst du mich verarschen hier oder was? Hallo. Na komm, hier, komm her. Na komm, noch ein Stückchen, ja, so ist brav. Na komm. Ja, na komm. Gucci, Gucci, Gucci. So. Und was wolltest du jemand sagen? Ja, diese sind die noch nicht offiziell draußen. Hat die wer jemand nachgemacht oder geklaut oder was? Das ist nicht nachgemacht. Das ist komplett offiziell von Hannibal. Aber die gibt es noch nicht halt in. Ja, woher hat man. Hast du die Türen dann? Hast du die Türen dann? Das musst du nicht verstehen. Hast du die geklaut oder wie? Nein, das musst du nicht verstehen. Ja, aber vielleicht wollen das meine Abonnenten wissen, also sag mal. Ja, deine Abonnenten sind mir doch egal. Aber mir nicht. Sind sie natürlich nicht. Ihr könnt ihn alle so. Die abonnieren, also sag schon mal. Wie hast du das jetzt hinbekommen? Naja, wie das Quantextur-Pack, ja? Ja. Das, gibt's ja nur für die Gronkh.de-Mitglieder. Ja. Und eins der Gronkh.de-Mitglieder hatte das aus Versehen mal in die Beschreibung gesetzt mit Mediafire-Link. Und wer war das? Ja, das werde ich hier nicht. Lass mich raten, es war Zombie. Der kriegt's, glaube ich, ein klein bisschen Anschiss und. Aber er hat's dann noch mitgekriegt und hat's dann ganz schnell wieder. Okay, nicht, dass Sonyboy dann böse wird, weil ich diese Türen besitze. Die kennt dich doch gar nicht. Ja, aber ab und zu. Ich habe nur mal damals gesehen, wo die Ewigkeiten gebraucht hat, ihr Texture Pack zu updaten. Das ja nicht schlimm ist. Da gab es ja auch schon Vorabversionen von dem Gronkh.de Texture Pack, wo jetzt die ganzen Creeper Monster und alles drin waren, weißt du? Mhm. Und ich guck mir gerade den Pearl Katalog an. Da hat die das halt auch unter einem Video geschrieben, wo das jemand zum Download angeboten hat. Lösch es bitte sofort oder ich werde das melden. Oder die hat es schon gemeldet oder sowas. Ja, was ist denn das für ein Nippel? Und deiner das vielleicht? Das ist halt nicht ganz offiziell. Also es kann durchaus sein, dass du Ärger kriegst. Ja. Ich werde die Türen also bis zur nächsten Aufnahme auswechseln. Okay, lassen. Das ich dir dann machen. Ja. Was ist denn das für eine Nille? Wie eine Nille? Naja, ich hab doch hier was bestellt. Ich brauch schon wieder Cobblestone, aber wir dürfen uns Cobblestone ja cheaten, so. Nein. Darf ich. Hat keiner drum beschwert in den letzten Folgen. Weiß ich, aber das ist ja egal. Ich entscheide trotzdem, dass du das nicht cheaten darfst. Doch, ich darf es, du nicht. Ich spiele auch keinen Skyblock. Ja, du bist ja auch ein Noob. Nee, ich hab drauf keine Lust. Ich finde das auf die Zeit langweilig. Ja, ich nicht. Ja, du nicht. Du spielst lieber gerne Together mit dir alleine, ne? Ja, das ist ein Together. Du hast keinen CRDG-Server und mit CRDG, das sind bald Kanalpartner. Ja, und das interessiert mich das denn? Ja, geil, 5000 Abonnenten haben die so. Ja, und das bringt dir aber nichts. Doch, die schieben dann ganz viel nicht ab. Naja. Also, du machst ein Together auf einen Server, wo du alleine mit dir selber redest. Wir machen so einen Abonnententausch, weißt du, dass die kriegen meine 135 und ich krieg den ihre. Naja, und davon kriegst du, also die geben dir einen Abonnenten und du gibst den 135 dazu, okay. Nee. Oh, okay. Jetzt Video Deluxe 17 Magics, wie viel das kaufe ich, das bestelle ich erstmal. Machst du sowieso nicht. Oh, da gibt's ja auch Music Liga 17. Oh, hier ist noch eine Eisenspitzhacke, die werde ich aber nicht verwenden, Kabra-Oke-Seller-Link. Komm, wir verwenden mal die Eisenspitzhacke hier, pass auf, und ich werde jetzt 100 pro runterfliegen. Walter E99 für die Wii, ja. Wieso baue ich jetzt hier überhaupt gerade Steine? Ach so, ich wollte gucken, ob das noch funktioniert. Boah, die Musik ist jetzt gerade auf dem rechten Ohr ganz schön laut. Ich verstehe kein Wort mehr. Dam, dam. Bam, bam, bam. Aber ich finde, was ist das denn von welchem Texture Pack ist eigentlich dieser Cobblestone von Franek? Ist das von Misa? Ist das der neue? Nein, das ist von Honeyball, von den ersten Texture Packs. Echt? Ja. Kann mich gar nicht dran entsinnen, dass der wirklich so aussah. Ja, das ist noch ganz alt und das hat die Peter ja auch. Den finde ich auch sehr schön, den Cobblestone, muss ich sagen. Aber da gibt es zwei Varianten.
einmal so wie er da ist und noch ein Ticken heller. Also ich kann mich noch dran erinnern, ja, das ist, gab noch, die wollte ich mal haben, weil das sieht für mich eher aus wie Cobblestone, aber seitdem es Brickstone gibt, sieht das ein bisschen scheiße aus, finde ich, ne? Ich finde die gut, ey. Ich sag mir mal, wie lange nehmen wir denn schon auf, mein Freund? 9 Minuten und 14 Sekunden. Oh, so wenig, so viel, ja, ich sag. Und für die Leute, die sich darüber gewundert haben, Janina Craft, das ist ja eine Folge, die aktuell heute kommt. Janina Craft werde ich nicht weiter verwenden, da ich ja dieses Texture Packets habe.